Herzlich willkommen zum Gemüsefahren-Podcast. Und ihr seht an dem schönen Y schon wieder, dass der gute alte Tom Arte was uns vom Y-Kollektiv mitgebracht hat. Erzähl mal. Jo, hallo Ati, hallo übers Gemüse. Genau, wir schauen heute Jung, Viral, Rechtsradikal. Das ist eine neue Doku vom Y-Kollektiv. Die Schöner kam Name. erst heute in die Mediathek, also am 21.8. Auf YouTube kommt das erst am 22.8. Das heißt, wir sind jetzt hier so mit die Ersten, die das gucken, darauf reagieren wahrscheinlich. Darauf habe ich Bock. Und worum geht's? Also es wird hier um rechte Influencerinnen gehen, die gegendern natürlich, in ihrem Klappentext. Und zwar namentlich vor allem um Ayn Golan und Beat aus Berlin, mit dem die immer zusammenarbeitet. Da Ich kam sie auf weiß. Franny aus dem ehemaligen Honigforum. Antwort. Vielleicht. Ganz viele Influencerinnen. Ach, die haben wirklich einen Gut. Golland da? Aha. Ja, auf jeden Fall. Um die wird es hier maßgeblich gehen im Folgenden. Oh, da bin ich gespannt. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Viel Spaß. Vor einem halben Jahr beginnt unsere Recherche. Es ist die Zeit, in der Millionen gegen Rechtsextremismus auf die Straße gehen. Recherchen von Korrektiv zu einem Geheimtreffen in Potsdam hatten gezeigt, was Rechtsextreme planen: Abschiebungen, Vertreibung und rechte Meinungsmache. Kulturelle Akzeptanz zu schaffen für rechtsradikale Ideologien, damit bei der Machtergreifung die Gesellschaft bereit ist. Dafür nutzen die Rechten vor allem die sozialen Medien. Wichtig, aber oft übersehen, rechte Frauen. Zöpfe und Natur, Weihnachtsfrau-Videos, Telefonpranks. Auf den ersten Blick wirkt der Content harmlos, gerade weil er von Frauen kommt. Wer sind die rechten Influencerinnen und was wollen sie erreichen? Ah, geil, wie sie wieder so eine schöne Karte Geil. gemalt haben. Geil, geil, genau. Warte, ich muss hier noch kurz zurück, wie sie hier so ein Sche warte. Frauen kommt. Wie sie hier so Wer ein sind die rechten Influencerinnen? Schönes Diagramm gemacht haben. Also wirklich genau wie in Wie so diesem ein Meme, diese Beziehungsdinger. Verschwörungsmeme, ja, genau. Okay, da haben wir hier zum Beispiel Michael Golan, die Ayn Golan, die haben sie hier Tochter schon mal von markiert. Maximilian Krah anscheinend. Götz Kubitschek, Mario Müller, Beat Ulrich Zirbel, es hängt alles zusammen. Hört ihr Leute, es hängt alles zusammen. Da fehlen sogar noch Pfeile, die haben ja der Übersichtlichkeit ach weggelassen, ne? Ja, sehr Ein geil. Netz. Es ist ein richtig krasses Netz. Gut, Auch mal wieder eine ja. Anstalt Tafelnummer dafür. Interessant, also es wird um die Influencer gehen. Wir schauen mal weiter. Influencerinnen und was wollen sie erreichen? Für diesen Film recherchieren wir offen und verdeckt und machen auch ein paar Sachen, die auf den ersten Blick vielleicht etwas unkonventionell wirken. Strick- und Häkelshop. Durch unsere Recherche. Oh Gott, sie haben sich, lass mich raten, sie haben selber versucht, so eine Tradwife zu geben oder irgend sowas. Jede Wette. Ich hab keine scheiß Ahnung. Warte, meinst du, dass die selber was gehäkelt haben, oder? Naja, dass sie dann so versuchen, so auf rechte Influencer sich da irgendwie Reichweite zu ergattern und zu Oh, zeigen, wie leicht vielleicht. es doch ist oder sowas. Mal sehen, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, was bei denen verdeckte Recherche ist. Also, weil ich muss sagen, bisher halte ich nicht viel von dem Y-Kollektiv jetzt rein journalistisch. Also, was wir so gesehen haben, das war wirklich unterstes Niveau bisher immer. Ja. Erfahren wir Details von Insidern. 2.000 bis 3.000 Euro pro Video. Undercover treffen wir eine Influencerin mit rechtsextremen Verbindungen. Ich werde mich jetzt auch ein bisschen verändern. Und wir sprechen mit Menschen, die den Hass der rechten Bubble abbekommen haben. Kommentare, Da bin die ich im gespannt. Vergleich zur NS-Zeit gezogen haben, also dass zum Beispiel die Gaskammern wieder in Betrieb genommen werden sollten. Unter dem geht's auch nie, ne? Na, vielen. Es gibt Influencerinnen, die auf YouTube und in sozialen Netzwerken harmlos und witzig rüberkommen, aber eigentlich Fake News verbreiten und so junge Menschen in ihrer politischen Meinung beeinflussen. Wir haben uns gefragt, wie koordinieren und finanzieren sie sich? Ich finde es schön, dass Sie schon davon ausgehen, dass es immer Fake News sind. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Sie tun mit ihren Fake News Leute beeinflussen. Ja, macht das nicht jede Partei? Ich meine, es gibt so unfassbar viele Falschmeldungen von der Tagesschau, die offensichtlich falsch sind. Also die den ganzen Tag rausgeblasen werden, die Welt. Ich meine, keine Ahnung, da fallen mir jetzt 3000 Themen an. Geht los damit, ja, die ganzen Ausländer, die zu uns kämen, die würden nur die Rente bezahlen, ohne sich halt jemals irgendeine Arbeitsmarktstatistik anzuschauen, eine Bildungsstatistik, irgendwas. Geht weiter Es über das kommen Frauen Thema und Kinder Nord hauptsächlich. Stream, Pipeline-Sprengung, Frauen, Kinder, genau. Wer ist ein Mann überhaupt? Was ist ein Mann? Was ist eine Frau? 1000 Themen. Das können wir jetzt gar nicht so im Detail durchgehen, aber das sind Man könnte alles es letztlich Fake News sogar vom System. böswillig sagen, jetzt bei den Tages schon bei den Tagesthemen, bei den großen Aufregern der letzten Jahre oder bei den großen Themen, wo wurde denn nicht irgendwie
gelogen, / manipuliert, / Lügen durch Auslassen betrieben. Ja, das würde ich auch sagen. Irgendwas sauber journalistisch recherchiertes, will mir da und neutrales? Ganz ehrlich, mir fällt da nichts ein. Ja, ich meine, vielleicht machen wir jetzt doch mal das Fass auf, weil wir hatten im Vorgespräch zu diesem Video hier kurz nochmal dazu recherchiert. Zum Beispiel wurde ja am Anfang, wurden so Szenen gezeigt von irgendwelchen Demos gegen rechts, die Anfang des Jahres waren. Und das war ja nach dieser ganzen Korrektivgeschichte von dem bösen Geheimtreffen gegen Deutschland, dieser Geheimplan, der da geschmiedet wurde. Und da hatte die Tagesschau zum Beispiel verbreitet, das war halt eine Fake-Meldung, dass die Leute dort beschlossen hätten, also die Teilnehmer von diesem angeblichen Geheimtreffen, was gar nicht geheim war, dass die deutsche Staatsbürger abschieben wollten. Aber ja. Vor Gericht hat dann der Herr Ulrich Vosgerau gewonnen und hat denen das verboten. Die dürfen diese Behauptung nicht verbreiten, die Tagesschau. Aber das Kind ist ja schon im Brunnen gefallen, ne? Ist eine Falschmeldung, genau. Und das Problem, das Kind ist dann einmal im Brunnen gefallen. Der Normi, der hat diese Meldung gehört, vor allem in der Tagesschau zur besten Sendezeit und nimmt die dann so in sich auf. Aber die Gegendarstellung oder das Zurückziehen dieser Falschbehauptung, selbst wenn es gerichtlich angeordnet ist, das kommt natürlich nicht in der Tagesschau dann wirklich, dass sich ein Moderator hinstellt, ja, wir haben an dem und dem Tag zu der und der Uhrzeit das und das gesagt, was falsch war, sondern das landet dann irgendwie auf Seite 10 auf der Internetseite. Also richtig. Ganz hinten hast es du dann ja so eine publik, kleine Meldung. Ne? Zwinker, zwinker. Und das jetzt nur mal als kleines Beispiel, das sind Haufen solche Falschmeldungen, die auch die gängigen Medien, die Systemmedien verbreiten. Und ich finde es halt schon ein starkes Stück, weil für sie sind ja Fake News, das war ja die Unterstellung hier, de facto alles, was von ihrer Weltanschauung ein bisschen abweicht, ist automatisch Fake News. Weil irgendwelche Threadwives, die über irgendwelche Kochrezepte sinnieren, wo soll denn das Fake News sein? Die kochen da halt rum. Aber naja, das passt halt nicht in deinen Lebensentwurf. Ne? So weit würde ich gar nicht gehen. Ich denke mal, die werden da noch Beispiele haben. Also das werden die bestimmt nicht als Fake News verbreiten, wenn eine Threadwife häkelt, aber halt, was die zum Thema Politik sagt. Na gut, da kommen wir bestimmt noch zu. Wir machen mal weiter. Deswegen haben wir beschlossen, wir wollen tiefer in die Szene eindringen. Wir haben monatelang recherchiert und uns auf die Suche gemacht. Und diese Suche hat uns bis in die Ecke des sogenannten Potsdam-Treffens und auf die Spuren einer rechten Influencer-Agentur geführt. März dieses Jahres. Wir stehen noch ganz am Anfang unserer Recherche. Die beginnt auf Instagram. Dafür erstellen. Also jetzt bin ich wirklich gespannt. Eine rechte Influencer-Agentur. Ja, ich nehme an, die meinen... meinen, dass wir da schon irgendwann mal drüber gestolpert sind. Naja, die meinen Eingoller und Beate aus Berlin, nehme ich mal an. Die haben eine Agentur? Ich glaub's fast. Na, wir schauen mal weiter. Okay. Wir einen Tarn-Account. Auf einem Sharepic finden wir die Einladung zu einem Frauenkongress, scheinbar ein Riesenevent, beworben von der Frauengruppe Lucreta. Lucreta versucht auf Insta mit idyllischen Aufnahmen zu punkten. Die Gruppe wird aber vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft. Wir wollen der Verfassungsschutz ist jetzt auch nichts mehr wert. Ja. Der stuft alles als rechtsextrem ein, wenn er will. Also man kann es nur mal wieder sagen, wenn der Verfassungsschutz irgendwas rechtsextrem einstuft, dann kann einem das buchstäblich scheißegal sein. Der Verfassungsschutz ist nun mal an die Regierung gebundenes Organ. Also die Verfassungsschutzleute werden halt vom Innenminister unter anderem ernannt. Also deswegen zum Beispiel hat die Politik gesagt, ja, Hans-Georg Maaßen muss gehen, weil er irgendwie der Regierung nicht genehme Sachen als Verfassungsschutzpräsident gesagt hat und dann kam der Nächste ran. Also, und der hat durch Zufall dann die richtigen Sachen gesagt seitdem. Der hat dann durch Zufall die richtigen Sachen gesagt, genau. Also darauf kann man wirklich nichts geben. Mit rechten Influencerinnen in Kontakt kommen und melden uns für den Kongress an, ganz offiziell als Kamerateam. Die Absage kommt schnell. Die Presse ist explizit nicht erwünscht. Der Ort ist geheim. Es heißt nur Großraum Köln. Wir recherchieren einschlägige Treffpunkte in Köln. Vielleicht können wir was von außen beobachten. Ich kann mir vorstellen, dass es echt eine kleinere, also eine relativ kleine Gruppe ist und vielleicht ist es wirklich nur der innere Zirkel, der sich da trifft. Das heißt, die sind jetzt durch Köln den ganzen Tag mit dem Auto gefahren. Ja. Und haben so ein bisschen aus dem Fenster geschaut. Ja, geil. Ich muss nur lachen, der innere Zirkel, das klingt immer für mich übelst nach Politik-Thriller oder so. Ja. Das ist so ein Wort aus dem Politik-Thriller. Da denkt man an Deep State oder so, aber nicht an irgendwelche Häkelweiber. Ja. Wie heißt die von Lucreta? Die Heike Bossholt oder so, die, glaube ich, auch in der Grauzone ab und an mal schreibt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe von Lucreta noch nie was gehört. Kennst du die? Ja, aber ja, so ein bisschen halt auch nur durch die Grauzone. Da stand, dass sie da die
einer der Gründerinnen ist von der Lucreta-Organisation, dass die sich halt für Frauenrechte stark macht, von rechter Seite so sinngemäß, ja. Okay, ich habe davon leider auch nichts gehört. Die war jetzt auf den Anger Girls-Kanal mit einem schönen Interview. Anderen Treffpunkt gesucht. Überall tote Hose. Mittlerweile ist es halt 9 Uhr abends, ein langer Tag der erfolglosen Recherche bis zum Ende, aber wir finden jetzt noch einen ganz süßen Abschluss. Es gibt ein paar wenige Fotos, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von diesem Kongress gepostet haben. Ich habe den Hintergrund analysiert und ich habe mich mit Kolleginnen ausgetauscht. Ich glaube, das Ganze war in Euskirchen. Das war gar nicht in Köln. 34 Kilometer südlich von hier. Unser erster Drehtag war in... Boah, krass! Alter! Und dann habe ich auf die Schraube gezoomt und in der Spiegelung der Schraube habe ich ein Kennzeichen gesehen und dann wusste ich. Das war gar nicht in Köln, das war in Euskirchen. Was für eine geile, gigantische Meldung. Dafür zahle ich doch gern 18,36 Euro. Hammer! Der Tag war ein Fail. Aber ein genauer Blick auf die Fotos lohnt sich. Die Werbung war heiße Luft. Das hier war ein verschworenes internes Treffen. Später erzählt uns eine Aussteigerin, wie vorsichtig die Gruppe vorgeht. Wohl auch deshalb bleibt die Reichweite von Lucreta begrenzt. Um mehr über die Influencerin zu erfahren, fangen wir selbst an, Content zu erstellen. Wir setzen einen Kanal auf, der echte deutsche Küche hat. Ah, oh, geil, die machen es echt. Die setzen einen scheiß eigenen rechten YouTube-Kanal ab. Ey, ich frage mich. Ja? Du zuerst. Na, ich frage mich, dieser Kanal, ist der noch oben? Oder hat den irgendjemand gesehen? Also, ich meine. Ganz ehrlich, von denen hat doch noch niemand was gehört, oder? Wenn es hier noch gibt, den packen wir in die Videobeschreibung, das ist zu lustig. Auf jeden Fall, ah, total geil, das würde ich zu gern sehen, was für ein Schrott die gemacht haben werden. Kennst du noch diese Meldung, dass diese ganzen V-Leute und so immer in psychologische Betreuung mussten, wenn sie zu lange hier mit rechten Inhalten konfrontiert worden sind? Ja klar, du meinst, zu sehr weil die Schere im Kopf ausgelöst haben. Ja. Ja, weil viele von den V-Leuten halt dann tatsächlich rechte Ideologie annehmen. Ja, ich frage mich, ob die beiden auch zum Psychiater mussten, nachdem sie hier Dread Vive gespielt haben. Dafür werden sie es viel zu schlecht gemacht haben. Ich meine, wir kennen ja das Vive-Kollektiv. Ja, ich bin jetzt das mal sehr gespannt. Super lustig. Ja. Content zu erstellen. Wir setzen einen Kanal auf, der echte deutsche Küche heißt, passend zum traditionellen Frauenbild der Szene. Ja, wir haben ja hier einmal das handgeschriebene Kochbuch von der Oma einer Bekannten. Und wir haben hier noch das Landkochbuch. Das ist von 1933. Und da habe ich ganz tolle Rezepte drin gefunden. Das ist natürlich von 1933. Ich muss das natürlich noch sagen, das ist genau, ja. Geil, geil, geil. Also, das ist doch das Ding, wenn ich sowas in einem YouTube-Video sagen würde, da würde doch jeder sofort riechen, dass das einfach nur Glowy ist. Also, jemand, der es nicht ernst meint, jemand, der ein Honigtopf, sag ich mal, also ja, ein Fett. Vielleicht ist das ja so eine Hundepfeife, oder die denken, dass das eine ist. Ja, das ist das Ding, die denken immer, die Rechten wären den ganzen Tag auf solche Sachen fixiert, irgendwie aufs Dritte Reich noch oder so ein Käse und würden sich da einen abgeilen, wenn mal jemand was sagt, von wegen Hitler, Nazi, 1933, irgend so ein Quark, aber so ist es einfach nicht und schon allein deswegen, also da hätte wirklich jeder erkannt, also jeder, der interessant ist für andere rechte Kanäle, dass das, was die hier machen, einfach nur Fake ist. Zum Beispiel die gefüllten Eier. Spargel und gefüllte Eier kochen für die Recherche, das klingt erstmal ein bisschen drüber, wird uns aber später noch weiterbringen. Woche für Woche posten wir den Content, der uns immer tiefer in das Rabbit Hole bringt. Um glaubwürdig zu sein, kaufen wir einen Grundstock an Followern und interagieren mit rechten Accounts. Nach ein paar Tagen folgen uns die ersten zurück. Es ist kurz nach 10 Uhr abends. Echt ein paar Tagen. Alter. Junge, und jetzt hier so, was ist das hier, 480p Aufnahme? Online und wir posten immer so abwechselnd kleine Kochvideos und dazwischen machen wir so ein paar AI-Bilder und heute haben wir ein Bild vom Bauernhof gepostet und da hat ein AfD-Mann direkt mal unseren Beitrag geteilt und schreibt, ihr könnt diesem Kanal gern folgen, auf dass die deutsche Küche sich gegen den Fertigfraß angloamerikanischer Großkonzerne durchsetzt. Es funktioniert aber total, dass die Leute da... Kannst du nochmal ein Stück zurückgehen, bitte? Zu dem Bild? Ja. Siehst du es? Lukas... Kateda. Das ist ja, der Typ, oder? Das ist nicht der... Das wird irgendein AfD-Boomer sein, ganz ehrlich. Ich meine, naja... Die Aussage sowieso... ist ja auch nicht wild. Nee, ist auch nicht wild. Ist auch nicht wild, aber... Ja, also die denken, die haben jetzt hier übelst was gerissen, weil irgendein AfD-Mann auf die reagiert hat. Also das ist das Beste, was sie haben. Ich dachte, jetzt sieht man irgendwo der ihren Kanal mal, dass man da nochmal
Ich würde den unfassbar gerne sehen. Warte mal, echte deutsche Küche. Das ist ja gut, so ein Händel, oder? Na klar, aber... Instagram nicht aus. Das muss es ja geben. Ja, egal, ich schaue das vielleicht mal bei Gelegenheit nach. Wir gucken mal weiter. Ja. Es funktioniert aber total, dass die Leute da quasi ihre Interpretation von der ganzen Sache reinlesen. Und wir... War denn das jetzt Interpretation? Ihr kocht die ganze Zeit Deutsch seit einer Woche und da sagt einer, cool, dass ihr Deutsch kocht. Ja, übelste Interpretation. Ja, wow. Gar nicht so explizit werden müssen, ideologisch. Naja, mal schauen, wie es weitergeht. Wir haben noch einige Posts vor und mal sehen, ob wir damit dann tiefer in die Influencer-Blase reinkommen. Wir sammeln alle Daten zu Personen, Organisationen und Veranstaltungen in einer interaktiven Datenbank. So behalten wir den Überblick und können die potenzielle Vernetzung besser verstehen. Im Laufe unserer Recherche wächst diese Datenbank weiter und weiter. Langsam verschiebt sich unser Fokus. Größer als Lucreta sind ganz andere, deutlich größere Kanäle. Und dabei fällt uns immer wieder ein Name auf. Ein Gollan. Wie ihr in diesem Video seht, macht ein Gollan häufig Straßenumfragen und das, oberflächlich betrachtet, recht unterhaltsam. Ich identifiziere mich als Weihnachtsmann. Oberflächlich betrachtet recht unterhaltsam. Aha, aha. Also das Dinge ist auch können so ein halt Ding. Auch nicht mehr lachen, das ist einfach. Ja, ja. Das, das Ding ist, man darf halt nicht drüber lachen, deswegen muss man das irgendwie noch so labeln, oberflächlich betrachtet, recht unterhaltsam. Aber ja, eigentlich ist das problematisch, was die sagt, der ihr Content. Also, ja, auch schon sehr albern. Das beste Beispiel für mich war, also ich kann ja manchmal, wenn Erwin einen raushaut, kann ich drüber lachen. Also hier Proletopia, ne? Ja, ja. Als Proletopia diese eine Reaktion von betreuten Kacken mit Shutty und Schlobo geschaut hat zu diesem einen linken Typen da, wo die einen guten nacheinander rausgehauen haben, er hat nicht einmal gelacht. Und das waren jetzt wirklich gute Witze, egal wo man da steht, das waren einfach richtig gute Witze. Er konnte nicht, also er durfte nicht, ich sage eher, er durfte nicht drüber lachen. Was das hat er sich angeschaut? Ihr betreutes Kacken mit Schlomo und Shutty, wo die über diesen Gott, irgend so einen linken Twitch-Streamer da. Ja, wobei ich ganz ehrlich sein will, ich denke, wenn man anderer politischer Meinung ist, dann lacht man da einfach nicht. Ganz ehrlich. Also wenn ich jetzt mir irgendeinen lustigen linken Kanal anschauen würde, würde ich wahrscheinlich auch nie lachen. Weil ich halt die Witze, ja, die dann machen. Einfach gut sind? Naja, nee, weil die Witze, ich kenne ja betreutes Kranken, ich schaue das ja auch gerne, aber die sind natürlich mit politischen Meinungen verbunden und wenn man die halt nicht teilt, dann lacht man auch nicht, ganz einfach. Also, und das ist ja das bei Eingollern besser, also bei viele, weil die auch gerne unpolitische Themen aufgreift, also was weiß ich, Gender-Kram, also so Themen, die sehr allgemein sind, wo jeder sagt, naja, Gender finde ich doof oder LGBTQ-Gottesdienste in der Kirche, so Sachen, wo wirklich, wo man eigentlich unabhängig vom politischen Spektrum vielleicht mehrheitlich sagt, der normale Normie, ja, das finde ich komisch. Oder Grillen essen, ja, der Oma Grillen gegessen, also Insekten, ja, die Bugs geeatet, buchstäblich. Ja. Sowas. Aber jetzt betreutes Kacken, ganz ehrlich. Das ist ja genau das, was sie nicht mögen. Wie gesagt, es ist vermeintlich lustig. Ne? Ja. Ich möchte, dass das auch gesellschaftlich anerkannt ist. Ich werde es auch akzeptieren. So. Ja, Weihnachtsmann. Weihnachtsfrau. Sie haben diskriminiert. Kriegst du immer hin, Bart, ne? Weil ich kann nicht. Kein Deutsch? Ja. Musst du lernen. Arabisch. Zeig mal, ob du bestimmt deine Stöcke. Can you speak German? No. Ach, was ein Scheiß. Ein Gollan, bürgerlicher Name Michel Gollan, bedient die immer gleichen Themen wie viele in der rechten Bubble. Gender, angebliche Zensur, Corona. Sie äußert sich auch zur Europawahl und interviewt hier den AfD-Spitzenkandidaten Kra. Ja, passiert das, was in Jahrhunderten passiert. Da nehmen wir gerade. Immer wieder macht sie Prank-Videos, hier ruft sie bei einer LGBTQ-freundlichen Kita an. Hallo, Marie hier, schönen guten Tag. Also jetzt bin ich beim Kindergarten gelandet, oder wie? Ja, Ah, das habe ich jetzt akustisch nicht verstanden, aber irgendwas Buntes, das ist doch schön. Zur Einordnung. Telefongespräche ohne Einverständnis des Gegenübers aufzuzeichnen, kann eine Straftat sein. Daheim habe ich jetzt leider ein paar Probleme. Mein Mann, der... Oh nein, es ist eine Straftat. Oh Gott. Also, dann verklagt sie doch, meine Güte. Ja, wirklich. Als hätte so eine Art Comedy noch nie irgendeinen öffentlich-rechtlichen Kanal gemacht. Also das haben die auch zigmal. Ich meine, also wenn ich jetzt so ans Radio denke, da gibt es doch dauernd diese Telefonstreiche. Eben, Radio PSR oder so in Sachsen jetzt zum Beispiel. Ja, da gibt es ja dauernd solche Telefonstreiche. Also wirklich, das ist ein sehr albernes Argument. Aber du merkst schon, wie halt wirklich... Das Framing wird vorangetrieben. Ja, ja, mit Mühe und Not, dass irgendwie matig reden wollen, ja. Triggerwarnung, der wird die AfD... Und, hier spielt sie Bingo mit Begriffen.
Was sie veröffentlicht, ist nicht klar menschenfeindlich, aber der Subtext ist entscheidend. Sie macht sich über alles lustig, was ihr nicht in den Kram passt. Oh nein, sie macht sich über alles lustig, was ihr nicht in den Kram passt. Habt ihr schon mal eure eigenen Comedy-Formate gesehen? Habt ihr schon einmal die Heute-Show angeschaltet? Oder Jan Böhmermann geguckt? Das ist doch genauso. Die machen sich über alles lustig, was denen nicht in den Kram passt. Oder wollt ihr mir etwas sagen, das wären politisch nicht einseitige Formate? Also. Ja, die sind sehr ausgewogen. Und ja, total. Erst macht sie sich lustig und im nächsten Schritt hetzt sie und im nächsten Schritt nimmt sie die Peitsche. Das ist hier, glaube ich, so die... Und dann kommt die Gaskammer so, ja. Wahrscheinlich. Das ist die Argumentation, die Argumentationskette. Die Slippery Slope, ja. Die immer ist, ja. Bis sie nicht in den Kram passt. Oft tritt dieser YouTuber mit auf. Beat Ulrich Zirpel, der eine Produktionsfirma hat. Zu seinen Neonazi-Kampfsport-Connections später mehr. Werbung und Kommunikation habe ich studiert, habe in ein paar Agenturen. Ja, du kannst dich auf jeden Fall unterhalten, das merkt man schon auch, dass du da... Ja! Na, das ist jetzt diese ominöse... Ja, ich rede sehr oft mit mir selber in einem sehr unangenehm lauten Ton! Immer wieder macht Golan Videos, in denen sie versucht, die LGBTQ-Community ins Lächerliche zu ziehen. Hier ist sie zusammen mit anderen Influencern bei einem queeren Gottesdienst in Berlin. Sie filmt drauf los, gibt sich nicht als YouTuberin zu erkennen und veröffentlicht verkürzte Ausschnitte. Ohne Einverständnis. Unter den Videos von ihr... Ja, das ist doch nicht rechtswidrig, oder? Eine Kirche ist doch... ein öffentlicher Raum und sie hat sie doch verpixelt? Wo ist das Problem? Nee. Also das ist tatsächlich schon rechtswidrig. Also das gebe ich denen schon. Du kannst nicht einfach jemanden filmen. Ich meine, da gibt es halt schon sehr klare Regeln. Also ich meine, vor allem Recht am eigenen Bild, also Recht am eigenen Gesicht. Klar, jetzt haben die das hier verpixelt, aber ja, das geht tatsächlich schon zu weit, muss ich sagen. Also... Ich dachte immer, verpixeln reicht, das ist mir jetzt auch neu. Nee, auf keinen Fall. Also es gibt ja so Regeln, datenschutzmäßig, du darfst ab 7 Leute, wenn du 7 Leute filmst, dann ist das eine Gruppe, dann darfst du die filmen, aber Einzelpersonen ohne der ihr Einverständnis so tatsächlich nicht. Also das gebe ich denen schon. Wenn ich jetzt so Spiegelreportagen denke hier, Spiegel TV, da war das doch auch immer, die haben verpixelt und die Leute haben gesagt, wir möchten bitte nicht. Okay. Ja, okay. Ist das wieder zweierlei Maß oder ist das anders einfach dann? Also ja, da ist es meines Wissens so, dass die sich darauf berufen, dass es dann Dokument der Zeitgeschichte ist oder journalistische Informationspflicht. Es kann sein, dass die Eingolland sich auch darauf beruft. Vielleicht kann sie das sogar zu Recht. Also vielleicht hat sie damit Erfolg, juristisch. Aber auf jeden Fall, es ist nun nicht so einfach, dass man irgendjemanden filmen kann und dann verpixelst du das und dann geht das klar. Also so einfach ist es dann nun doch nicht. Also da gibt es schon klare Regeln. Okay, wie also das jetzt in dem Einzelfall ist. In der Grauzone rum, sag ich mal so. Würde ich schon sagen, ja, mindestens. Okay. Also, ich will mich da jetzt aber auch nicht drauf versteifen. Aber mit dem sie vor Ort war, sind tausende Kommentare, vor allem Hass gegen queere Menschen in der Kirche zu finden. In Berlin treffen wir das Organisationsteam des queeren Gottesdienstes. Sie planen gerade die nächste Veranstaltung. Serena erzählt, welche Kommentare sie besonders getroffen haben. Kommentare, die in... Vergleich zur NS-Zeit gezogen haben, also dass zum Beispiel die Gaskammern wieder in Betrieb genommen werden sollten, weil wir geisteskrank seien. Genau, also Queers, denen die Existenz abgesprochen wird, denen abgesprochen wird, dass sie einen Raum einnehmen dürfen, auch in Kirche und uns teilweise der Tod gewünscht wurde. Und es ist halt dann schwierig, wenn, also wir ja auch mitbekommen haben zu der Zeit, dass rechte Gewalt nicht nur im Netz, sondern auch in der Realität. Hier muss ich erstmal kurz einhaken. Das ist so dieses ganz typische Argumentationsschema. Jetzt beruft man sich auf irgendwelche Kommentare, die unter dem Video von Eingolan standen. Also das Ding ist doch, die Eingolan ist nicht verantwortlich für die Kommentare, die dort stehen, sondern die Kommentatoren. Also man will das halt irgendwie alles in den Topf werfen. Ja, und dann einblenden können, oder? Ja, und dann blendet man die Kommentare halt nicht mehr ein. Also wir haben jetzt hier die Beobachtung zweiter Ordnung, sage ich mal, mit Luma gesprochen. Also wir haben so, ich rede darüber. Ist schwierig. Also ob das alles so gesagt wurde oder ob die es ein bisschen übertreibt, können wir jetzt halt so schlecht bewerten. Ich finde das halt von den Kirchen immer so, um das Wort mal zu benutzen, problematisch. Weil in ihren AGBs steht sinngemäß, Gott schuf Mann und Frau. Und dann gibst du de facto einer Gruppe, die das genau anders sieht, den Raum. Also kann ich nichts mit anfangen. Nee, logisch. Ja, also... Wer ist hier eigentlich der Pastor? Ich habe keine Scheiße an. ...in der Realität irgendwie stattfindet, dann sich nicht Sorgen zu machen, dass diese Kommentare, die hasserfüllt sind, die solche Vergleiche ziehen, nicht auch reale Konsequenzen haben könnten. Also das hat uns schon beschäftigt. Wir saßen ja ganz vorne. Aha,
Ja, was denn für reale Konsequenzen? Also das ist jetzt auch so an Hanaber gezogen. Was habt ihr denn für reale Konsequenzen jetzt konkret daraus gespürt? Jetzt wird halt wieder als nächste Argumentation aufgemacht, ja, das verschlechtert halt die Stimmung, das hetzt die Leute auf gegen Queere, pipapo. Das ist immer wieder dieselbe elende, langweilige Argumentation. Das stimmt so einfach nicht. Also das bleibt mir viel zu unkonkret. Das spiegelt sich halt nicht in der Realität irgendwie wieder. Also da gibt es ja nicht mal Farbbeutelattacken oder irgendwas. Ja, eben. Also wenn es Attacken auf queere Menschen gibt, dann wissen wir alle, aus welcher Richtung die kommen. Und zwar eigentlich nicht von Rechten. Also ja, und vielleicht wenn es mal Sorbenmalte war, dann wissen wir es ganz bestimmt. Ja. Also vielleicht gibt es mal vereinzelte hinterletzte Neonazis, aber ich meine, die großen Fälle, die mir jetzt so im Begriff sind, zum Beispiel der Malte C., der totgeprügelt wurde bei so einer LGBTQ-Demo. Der war ja, glaube ich, meines Wissens trans oder hatte, anders. Er hatte sich eingesetzt für jemanden, der trans ist, und der wurde dann von einem kasachischen Typen totgeprügelt. Dann hatten wir zum Beispiel hier in Dresden, das war vor einem Jahr etwa, da war ein schwules Pärchen, da wurde der eine davon abgemessert, von einem Muslim. Schon, glaube ich, länger her, aber ist ja egal. Ja. Auf jeden Fall, ja, solche Fälle, die einem in den Sinn kommen, die haben halt eigentlich nie einen rechten Hintergrund. Also mir fiele da einfach keiner ein. Also bringt mir gerne ein Beispiel für solche Behauptungen. Wenn ihr ein Beispiel hättet, dann würdet ihr es doch hier reinbringen. Ja. Bei uns im Gottesdienst, und es gab so einen Moment, wo man aufeinander zugehen sollte, sich begrüßen sollte, und ich war da sehr zielgerichtet auf diese Gruppe zugegangen, weil man ja nicht wusste, wer das ist, und am Ende stellt sich heraus, dass halt so eine, dass die einen so hereingelegt haben, also wirklich so auf unterstem Niveau eigentlich irgendwie den Boden und den Füßen weggezogen haben, und das hat mich im Nachhinein schon sehr beschäftigt. Naja, das mit dem Reinlegen, also das sehe ich jetzt tatsächlich nicht so. Ich finde richtig, richtig gut, was die gemacht haben, dass die halt mal der Öffentlichkeit gezeigt haben, wie das da abgeht bei diesem queeren Gottesdienst. Einfach weil die meisten Leute ja nicht mal wissen, dass es sowas gibt. Also und an der Stelle würde ich nämlich wirklich sagen, da hat sie in Golland wirklich sogar direkt Journalismus gemacht. Und deswegen kann man wahrscheinlich auch argumentieren mit diesen Kameraaufnahmen und so, dass es okay ist. Weil ich finde, die Allgemeinheit hat tatsächlich ein Interesse daran, was mit unseren Kirchen passiert, mit unserer Religion hier in dem Land. Also was in solchen Gottesdiensten halt gepredigt wird. Und was sich hinter dieser Buchstabensuppe versteckt. Also diese ganze Regenbogenfahne ist ja doch sehr omnipräsent und mit der ganzen Weltanschauung dahinter. Mhm. Ist doch super. Weißt du, was ich noch lustiger finde? Ein Golan hat in dieser Kirche gemacht, was Weihkollektiv die ganze Zeit schon versucht, mit irgendwelchen Kochvideos zu machen. Und wie hier mit zweierlei Maß gemessen wird, finde ich echt, ist ein Fest. Ja. Mit Serena aus dem Organisationsteam gehen wir zurück in die Sophienkirche in Berlin-Mitte. Wir waren total glücklich, dass wir diesen Gottesdienst, den wir 4 Monate lang geplant haben oder so, endlich realisieren können. Wir haben uns energetisiert gefühlt, sind auch so diesen Gang entlang gelaufen zum Gottesdienstbeginn, und ein Chor hat gesungen, die Stimmung war schön. Für die Gruppe war es ein besonderer Tag. Selten fänden sie Raum als queere Menschen in der Kirche, sagen sie. Serena ging auf das Filmteam zu. Deswegen bin ich total glücklich in dieses Interview gegangen, weil da interessiert sich jemand für unser Format. Hab auch ein paar vielleicht polarisierendere Sachen gesagt, wie wir Queers, wir sind toll. Ich habe nochmal nachgeschaut, also denn das Zitat, was von dir verwendet wurde, war, ich glaube, queer ist die Norm, hetero ist langweilig. Warum hast du das so gesagt? Weil ich so stolz auf uns war und weil, also meiner Erfahrung nach und eigentlich auf weil sie genau dahinter steht. Auch, queer sein ist immer noch nicht die Norm. Das war aber ein Raum, wo wir mal den Ton angegeben haben. Also die Aussage kam aus ganz viel Stolz. Und wenn wir mal überall den Ton angeben, dann zieht euch warm an. Okay, schön. Was ich gerade ein bisschen albern finde, wie jetzt hier schon wieder versucht wird, Füllmaterial zu schaffen für diese Doku, damit die schön lang ist, eine halbe Stunde, weil es scheinbar gar nicht viel zu über Eingolland zu sagen gibt. Also wenn ihr jetzt wirklich die richtig krassen Kracher habt über die, dann braucht ihr doch nicht hier irgendeine Queertante minutenlang zu interviewen über ihren Queergottesdienst. Naja, also, ich denke, das dient jetzt der Montage von Eingolland, wie unsauber sie arbeitet und mit welchen sinisteren Absichten sie um die Ecke kommt. Das passt schon noch in ihr Bild. Aber das Problem ist, was halt für mich daran nicht passt, sie hat ja diese Aussagen getätigt. Ja, aber also, das kommt halt hier nur auf der gefühligen, du weißt. Ja, das kommt halt hier jetzt nur auf der gefühligen Schiene. Ja. Ja, gut. Ganz viel. Oh, wir wurden sichtbar.
Die Gruppe veranstaltet weiter queere Gottesdienste, allerdings mit neuem Sicherheitskonzept. Wir wollen mit Michelle Gollan über die Vorkommnisse sprechen, aber sie hat andere Pläne. Wir fragen uns, wie viel Ideologie steckt hinter Gollans Content? Als wir uns auf ihren Kanälen umsehen, stoßen wir im Hintergrund auf eine extra dekorierte Rune. Die hier, die Elhatz-Rune. Ein bei Rechtsextremisten beliebtes Symbol, das schon NS-Organisationen nutzten, das aber auch in der Esoterik verwendet wird. Wir schauen uns einen Gollan jetzt genauer an. Warte mal, was? Soll das wirklich eine Rune sein? Ist das nicht irgendwas? Könnte halt auch so irgend so ein wie heißt das hier, dieses eine Spiel hier, mit den Blöcken? Tetris? Nee, wo du rumläufst hier. Minecraft. Das könnte auch so ein Minecraft-Mandel sein, oder? Also, naja, das eher nicht, glaube ich. Aber es ist für mich extrem undefiniert, was da hinten ist. Aber selbst wenn, naja, mit Runen ist halt immer so ein Ding. Also klar, Runen wurden gelegentlich mal vom NS benutzt, aber zum Beispiel, das ist so ein bisschen Argumentation auf dem Level Thor's Hammer oder so, dass Thor's Hammer ein böses rechtes Symbol wäre. Ja. Also das hat halt so eine ewig lange Tradition, einfach in der heidnischen Religion zum Beispiel. Wie gesagt, ich kenne es jetzt nicht so bei der Rune, was genau die bedeutet, aber das ist schon wieder extrem schwach, was uns sich heraussucht, finde ich. Wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, ist es die Lebens- und Sterberune oder irgend sowas? Lebens- und Todesrune stand da, ja. So. Wir schauen uns einen Gollan jetzt genauer an. Auf ihrem YouTube-Kanal stoßen wir auf antisemitische Codes. Michelle Gollan behauptet in diesem Video. Jetzt kommt dieses mit dem Musikding, oder? Ja, das ist auch ihr schwächstes Video, finde ich bisher. Muss ich wirklich auch sagen. Also, das Video fand ich auch wirklich schlecht. Also, ich muss dazu sagen, also, ich finde einen Gollan ganz gut, aber manches, was sie sagt, stehe ich selber überhaupt nicht dahinter, weil sie mir persönlich tatsächlich gelegentlich zu viel abschwurbelt, sage ich ganz ehrlich. Also, ja, da werden dann Sachen gebracht wie zum Beispiel in dem Video war das jetzt hier mit der Musikszene, dass die Musikindustrie böse Schwingungen, böse Frequenzen nutzt, und zwar, weil die Musik auf 440 Hertz gestimmt ist. Und zwar, stimmt, das war ja auch Teil von dem Video, ja. Ja, ja, und zwar der Ton A ist auf 440 Hertz gestimmt. Und da muss ich sagen, also jeder, der sich mit Musik ein bisschen auskennt, der kann einfach nur die Hände über den Kopf fassen. Das ist einfach nur Physik. Also, wenn ein Ton langsamer schwingt, mit einer niedrigeren Frequenz, dann ist er tief. Wenn er höher schwingt, dann ist er hoch. Und irgendwo um 440 ist nun mal das A. Also A-Moll zu C-Dur ist nun mal so die Grundtonart C-Dur ohne Vorzeichen. Und also, das hat sich auch nicht die böse Musikindustrie ausgedacht, dass jetzt auf 440 Hertz gestimmt wird. Jeder Pianobauer, jede Pianofirma, jeder Pianist schwingt sein Piano auf 440 Hertz. Also, das sind dann halt wirklich das, was so bei den Aussagen. Menschen natürlich klingt, oder für den Menschen. Ja, ja, ja. Also, das sind dann so Aussagen, da übertreibt es doch manchmal sehr und fällt auf irgendwelche komischen ESO-Videos rein, scheinbar. Also, wo ich einen Punkt sehe bei dem Video, sind diese ganzen Gesten. Aber das sind halt dann auch wie soll ich sagen, selbsterfüllende Prophezeiungen. Also, du weißt halt, diese Geste wird mit irgendwas assoziiert. Und wenn du das ins Video einbaust, dann kriegst du nochmal ein bisschen extra Aufmerksamkeit, weil sich dann irgendwelche Leute abarbeiten können. Ja. Ne? Mit hier, das hier. Ich weiß nicht, wer das rechts ist, keine Ahnung, aber mit diesem allsehenden Auge als Anhänger und sowas. Klar. Ja, das sind, auf jeden Fall. Also dieses ganze Symbolthema, das finde ich auch sehr albern, tatsächlich, meistens, wenn man sich auf sowas an, wenn du die Schallplatte rückwärts abspielst, kommen satanische Botschaften ja, raus. Genau. Dieser ganze Rotz. Ja. Die Musikindustrie über Symbole das Unterbewusstsein manipuliere. Quellen gibt sie nicht an. Das alles passiert unbewusst, denn man macht das ja meistens nicht mit Absicht und denkt sich, der Stern ist jetzt eigentlich vielleicht ein Zeichen von dem Freimaur. Ich packe den jetzt aber in meine Instagram-Bio, weil ich das jetzt irgendwie cool finde. Hier setzt sie bildlich das Judentum, dargestellt durch einen Davidstern, mit der Zahl 666 gleich. Ein Symbol für den Teufel. Eine klassisch antisemitische Erzählung. Bei Patreon wird Michelle Gollan expliziter. Für 10. Ja, warte, hier muss ich zum Beispiel nochmal kurz zurückgehen. 666 ist gleich Repräsentation der philosophischen Grundidee der Verschwörung, wie im Himmel so auf Erden. Das Ding ist, hier steht doch jetzt gar nichts vom Davidstern, also im Sinne für Judentum. Das ist halt nämlich immer das Ding bei diesen Symbolfreaks, wie du selber sagst. Deswegen kann man sich da schnell in die Nesseln setzen. Symbole sind so unfassbar breit gestreut. Also jetzt zum Beispiel dieser sechseckige Stern, der steht, glaubt es mir, der steht nicht überall für das Judentum. Also
Der ist ja auch schon sehr alt. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass sie das direkt hier auf Juden bezogen hat. Klar, wir kennen ihn auch als den Judenstern oftmals, aber er hat auch andere Bedeutung. Richtig. Eine klassisch antisemitische Erzählung. Bei Patreon wird Michelle Golan expliziter. Für 10 Euro im Monat kann man sehen, wie sie das hier über die deutsche Erinnerungskultur sagt. Deutsche gelten wohl. Das heißt, Y-Kollektiv hat ein Golan 10 Euro geschenkt. Sehr schön. Ja, klar. Ja, von uns zum Steuergeld, muss man dazu sagen. Ein Golan wird als also sind hier, wir sind also Patreons ab jetzt. Ja, ja quasi. Cool. Quasi ja. Als Vorbild, was die Erinnerungskultur angeht. Und nie wie das jetzt soll uns zeigen, dass wir noch vieles aufzuarbeiten haben. Nein, wie lange soll es denn noch aufarbeiten? Bis meine Kinder mal Kinder kriegen und die Kinder des Kindes Kinder kriegen? Und dann wird sie noch deutlicher. Ich bin stolz auf meine Oma. Meine Oma hat was Falsches gemacht. Fazit ist also, es wird sich blind auf die Seite der Opfer gestellt, ohne die Geschichte mal genauer zu hinterfragen. Ja, jetzt zum Beispiel, also... Das ist doch so ein schwaches Argument, jetzt nicht von Ein Gollern, aber hier von Y-Kollektiv. Also das ist so eine stinknormale Meinungsäußerung von ihr. Also da jetzt gleich irgendwie eine Nähe zum NS daraus zu ziehen, also das sehen unfassbar viele Deutsche so, dass diese ganze, ihr nennt es Erinnerungskultur, dass die zu weit geht. Der Schuldkult, das ist es ja letztlich. Also dass wir uns riesige, man muss es nun mal sagen, Denkmäler unserer Schuld, unserer historischen Schuld hier hinbauen. Das hast du so in der Form bei keinem anderen Volk. Ich denke, diese Auseinandersetzung damit und oder so, das Überwinden in Anführungsstrichen dieser Sache ist halt jetzt erst in den letzten Jahren so hochgekommen, dass viele halt sagen, Leute, das ist 70 Jahre her, ich habe damit nichts zu tun. Während unsere Vorgängergeneration, die haben das richtig eingeimpft bekommen. Auf jeden Fall. Also unsere Großeltern, die zur NS-Zeit höchstens noch Kinder waren und dann halt in den Ruinen, in den zerbombten Ruinen leben mussten nach dem Zweiten Weltkrieg, klar, die waren natürlich voll dabei bei dieser Ideologie. Ja, Deutschen haben eine riesige Schuld auf sich geladen, logisch. Und das wurde dann weitergegeben und jetzt, 3-4 Generationen später, ebbt das halt auch wieder ab, weil jetzt ist auch nun mal wirklich irgendwann gut. Also mein Opa, als der geboren wurde, Moment mal, jetzt muss ich gerade überlegen. Ja, der wurde geboren, da war Hitler schon an der Macht, also der hat ihn ganz bestimmt nicht gewählt. Und das war irgendwie 3 Jahre vom Zweiten Weltkrieg. Also der hat damit in dem Sinne nichts zu tun gehabt. Und das war mein Opa. Also schon 2 Generationen vor mir. Dieses ganze Erbschuldargument ist halt Blödsinn. Ja. Du brauchst halt Geschichtsbewusstsein. Ne? Aber so, dass du dich da immer suhlst, in dieser Demutshaltung dein ganzes Leben lang, da kommt nichts Gesundes bei raus. Auf jeden Fall. Und das ist leider so eine schreckliche deutsche Eigenart. Ja. Wirklich krasse Aussage. Zu sehen sind hier die Nürnberger Prozesse, in denen sich hohe Nationalsozialisten verantworten mussten. Verbunden mit der Aufforderung, sich nicht blind auf die Seite der Opfer zu schlagen. Fachleute sagen, eindeutig rechtsextrem ist Gollans Aussage nicht, aber sie stellt die NS-Verbrechen in Frage und bewegt sich an der Grenze zur Holocaust-Leugnung. Moment. Warum tut sie denn die NS-Verbrechen jetzt hier in Frage stellen? Das hat sie doch in keiner Silbe gesagt. Das sind ja tolle Fachleute bis jetzt, oder? Also. Ja, ich kann mir denken, was das für Experten sein werden. Die werden hier bestimmt auch noch zur Sprache kommen. Ich wette, irgendein Typ von der Amadeo-Antonio-Stiftung. Oh, das ist überhaupt nicht einseitigen Stiftung. Oh, das ist eine gute Frage. Ich wette drauf. Und wir finden noch weitere Indizien für Gollans politische Einstellung. Ihren Merch lässt sie über einen wegen Körperverletzung verurteilten rechtsextremistischen Gewalttäter produzieren, der solche T-Shirts druckt. Vielleicht denkt ihr jetzt, ist doch egal. Kontaktschuldargument. Also die Argumentationsstruktur ist halt wirklich immer gleich in diesen Videos. Ja, gut. Jetzt ist doch egal, wo sie ihre Shirts drucken lässt. So viele Details, die allein vielleicht banal wirken. Aber zusammen ergeben sie ein klares Ziel. Ja, und das ist wirklich das ist wieder dieses typische Ding. Dass, also wirklich, dass sie auch immer wieder mit diesen Netzen kommen müssen, weil sie halt nichts haben. Genau das ist es. Also es sind nun mal nur Lappalien, einzelne Lappalien. Und da versuchen sie halt so ein großes Ganzes draus zu konstruieren. Das ist genau wie bei den ganzen AfD-Dokus. Wird dann mal hier was aufgemacht und hier hat der Hinterbänkler dort mal einen bösen Sticker am Auto gehabt oder am Laptop kleben gehabt. Keine Ahnung. Und das ist dann so ein großes, böses Ganze. Und das ist doch hier genau dasselbe. Und von diesen Lappalien kannst du dann drauf schließen, dass es ja ganz klar ist, dass sie am liebsten mit Hitler geschlafen hätte. Ja. Also sinngemäß,
wenn einer 100 Mal falsch parkt, dann ist es doch klar, dass er, wenn er auf der Autobahn ist, irgendjemanden zu Schrott fährt. Logisch. Junge, Junge. Viele ihrer Aussagen und Kontakte deuten in eine Richtung. Kontakte, extrem rechte. Ja. Das zeigt sich auch darin, womit Michelle Golan auf YouTube ihr Geld verdient. Hier wirbt sie etwa für das Freilichtmagazin. Falls ihr wie ich die Gender-Ideologie an der einen oder anderen oder auch an allen Stellen kritisiert, dann gibt es hier auch ganz, ganz spannende Artikel dazu. Viele Autoren hier, Ultrarechts. Ein Magazin mit... Ultrarechts, auch das wieder. Es da ist nur noch albern. Also es ist einfach nur lustig, wirklich. Klare Ausrichtung. Wir würden Michelle Golan gerne für ein Interview treffen. Mehr dazu später. Wie kommen die YouTuberinnen an ihre Werbepartner? In Berlin treffen wir Jean Peters vom Medienhaus Korrektiv. Hallo. Hi. Ah, da, also du warst, glaube ich, nah dran mit der Amatonio und ihrer Stiftung, aber... Ja, es ist leider Korrektiv. Schade, ich dachte, der wäre von der AS. Aber gut. Korrektiv hatte über das Geheimtreffen in Potsdam berichtet. Ihr wisst schon, Abschiebungen, Vertreibung, rechtsextremer Masterplan. Bei dem Treffen rechter Vordenker, Geldgeber und AfD-Politiker. Ja, du seufzt schon. Man weiß halt gar nicht mehr, was man dazu sagen soll. Also das ist ja so ein von hinten bis vorne. Die Reportage, die wir angucken, ist jetzt wirklich von demnächst und nicht von vor einem halben Jahr. Ja, ja. Die ist von, die kam heute raus, Adi. Heute. Bei der AfD-Mediathek. Weil diese ganzen Schlagworte, die gerade gefallen sind, die sind doch mehr oder weniger weggeklagt worden als unzulässig. Ja, zum Beispiel das Thema Abschiebung. Wir haben es ja schon angesprochen. Zumindest Abschiebung deutscher Staatsbürger. Also Abschiebung illegaler von Ausländern. Darum geht es ja. Darum geht es ja, logisch. No. Das ist belastend. Ja. Hat Jean Peters undercover gefilmt. Besprochen wurde auch über die Idee einer rechten Influencer-Agentur. Korrektiv teilt die Recherchen dazu mit uns. Also es gab verschiedene Vorträge. Der ideologische Grundbau der Remigration, des Kulturkampfes, um eine Gesellschaft darauf vorzubereiten, wenn man an der Macht ist, auch mitzunehmen. Dafür sollen gleichgesinnte YouTuber gestärkt und vernetzt werden, damit eine reichweitenstarke rechte Bubble entsteht. Als erklärter Gegner und Vorbild gilt Funk, sagt Jean Peters. Die beim Treffen präsentierte Webseite zeigt, 100 potenzielle Kanäle haben sie ausgemacht und träumen von 416 Millionen Views pro Quartal. Ich muss hier mal kurz Pause machen, weil ich mir das Bild anschauen will. Das 70 Funkkanäle, 334 Millionen Views, 100 Alternativkanäle, 460 Millionen Views. Ja gut, also die Zahl glaube ich unbesehen, weil die ganzen Funkkanäle haben oft wirklich wenig Zuschauer dafür, dass die einen Arsch voll Geld kriegen von unseren Rundfunkbeiträgen. Ich mag das, dass sie so richtig das gegenüberstellen, 45.000 Millionen Euro öffentliche Gelder und dann das andere finanziert durch Unterstützer und Werbung. Ja, ja, ja. Also es zeigt mal wieder, was mit staatlichen Geldern passiert und dass die freie Wirtschaft da an der Stelle oft besser agiert. Und 416 Millionen Aufrufe pro Quartal? Das ist ordentlich, das ist ordentlich. Ist aber, glaube ich, gar nicht so weit hergeholt. Nö, glaube ich auch nicht. Ich meine, ich kann mir auch denken, was das so für Kanäle sind. Ne? Ja, auf jeden Fall. Auch Clowny mit seinen 100.000 Abonnenten. Hm. Da gibt es schon einige, die richtig gut unterwegs sind. Ich meine, das sind 90 Tage mal 100 alternative Kanäle. Das kann schon passen. Ja. Quartal. Wie wurde bei diesem Potsdam-Treffen darauf reagiert? Das war im gesamten Masterplan ein wichtiger Teil, nämlich kulturelle Akzeptanz zu schaffen für rechtsradikale Ideologien, damit bei der Machtergreifung die Gesellschaft bereit ist. Ja, Bullshit. So auch rechtsradikale Ideologien, wenn da CDUler saßen in der Masse. Also absolute Zweifel. Ja, auf jeden Fall, das ist ja das Ding, gut, dass du es ansprichst. Also das war jetzt nicht nur ein reines AfD-Treffen, da waren auch aus der CDU Leute dabei und zwar mehr Leute aus der CDU sogar als aus der AfD. Also aus der AfD war meines Wissens irgendwie... Es waren vier Leute dabei. Vier Leute dabei und der CDU sechs oder sowas? Ja. Also, und wir hören aber natürlich in den Medien immer nur davon, dass es ein böses AfD-Treffen war. Warum? Fragt euch mal, warum. Und das Ding ist, also maximal ging es darum, halt das Obertonfenster nach rechts zu schieben. Was ja auch gut und richtig ist, ja. Vorgestellt wird die Idee unter anderem von Arne Friedrich Möhrig, dem Sohn des Veranstalters.
Hier seht ihr Screenshots der Webseite, die Korrektiv uns zur Verfügung stellt. Das Influencer-Netzwerk soll der AfD dabei helfen, bei Wahlkampagnen neue Zielgruppen zu erreichen und bei Influencern gezielte Auftragsproduktionen zu bestellen. Der Eindruck war, aus der AfD, aber auch mit dann verschiedenen Unternehmen, die AfD-nah sind, wird ein Netzwerk finanziert. Welches Unternehmen ist denn AfD-nah? Hörner? Hörner. Müller? Ja, Müller hat ein, zweimal mit Weidel gegessen, das war's. Ja gut, das Unternehmen an sich ist deswegen noch nicht AfD-nah. Ja, das Unternehmen Müller, ja. Also es gab, glaube ich, noch nicht die blaue Müllermilch im Sortiment oder irgend sowas. Nee. Also, genau, und also ganz im Gegenteil gibt es aber natürlich zig Unternehmen, die sehr grün oder linksnah sind. Also wir haben jetzt ganz aktuell zum Beispiel diese Werbekampagne. Made by Vielfalt oder wie es heißt? Made in Germany, Made by Vielfalt, genau. Wo sich mehrere Unternehmen zusammengeschlossen haben mit einer Anti-AfD-Kampagne jetzt vor der Landtagswahl. Wir reden nicht von 3, sondern wir reden so von 40 mit so relativ großen Dingern wie Miele und sowas. Also auf jeden Fall. Ja. Um dann rechten Influencern, eine Plattform zu bieten, wo sie unabhängig von YouTube Geld kommen können, werben können und ihre rechten Parolen machen können. Peters berichtet vom Ziel der Agentur. YouTuber sollten von Werbung leben und Unternehmen neue Kunden bekommen. Das ist euch nicht in den Sinn gekommen. Ihr lebt ja vom Staat, also von uns. Ja. Über solche Petitessen macht ihr euch doch keine Sorgen. Also Leute, die nicht vom Staat leben, die müssen irgendwie ihr Geld verdienen. Ja. Wow. Also wie realistisch schätzt du das denn ein, dass es dieses Konstrukt schon gibt? Oder sind das sozusagen Luftschlösser, die da noch gebaut werden? Es ist ja noch recherchiert worden, dass bereits ein Vertrag bestand zwischen der AfD und, also der AfD-Vorstand und dem Herrn Möhrig, dem Sohn von des Organisatoren. Ein Vertrag mit der Parteichefin Alice Weidel, der laut Medienberichten schon vor dem Potsdam-Treffen bestand. Nach dem Treffen hat Möhrig dem AfD-Vorstand seine Agenturpläne gepitcht. Aber wie realistisch sind die? Wir machen uns erneut auf die Suche und sichten unzählige YouTube-Videos. Ich würde sagen, wir machen an der Stelle einen Stopp. Ja, würde ich auch sagen, wir sind jetzt knapp bei der Hälfte. Und die machen ein neues Thema auf. Gut, finde ich gut. Ja, Leute, welche Unternehmen fallen euch denn noch ein, die Rechte unterstützen, offen in Deutschland? Schreibt es gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns beim zweiten Teil. Haut rein!